neuen Minecraft-Projekt hier von der Easy und mir. Wir sind jetzt hier in der 1.18 und spielen... Oh, was hast du gerade einen Villager angefangen? Ich wollte dich abwerfen. Oh, der hat mich beschützt. Was für ein Held. Was für ein Held, die Dorfbewohner hier. Die setzen sich auch mal für ihre Gäste ein. Ja, das ist wirklich Gastfreundschaft. Wir sind hier in der 1.18 und wir haben letzte Nacht... Beziehungsweise nicht letzte Nacht, aber in Easys Folge, die jetzt am Samstag kam, haben wir uns kleine Pferde geholt schon mal. Das ist Easys Pferd, meine ich. Und meins ist weggelaufen. Wo ist mein Hilf? Ist dein Pferd? Was ist das? Das ist meins. Und wir wollen hier in der 1.18 ein bisschen spielen und das neue Update angucken. Und wir haben mutige Pläne. Und zwar wollen wir jeden einzelnen Mob fangen, den es in diesem Spiel gibt. Bis jetzt haben wir nur jeder ein Pferd. Und ich würde sagen, deswegen müssen wir uns irgendwann mal eine Basis... Wir haben versucht, Günther mit dem Boot zu holen und Günther war zu dick und dann ist das Boot untergegangen. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich passiert. Ich weiß nicht, dass an Günther lag. Ich war auch in dem Boot drin, das weißt du schon, oder? Ja, aber du bist davor auch schön mit mir gefahren. Ja, okay. Ja, ich denke, es lag an Günther. Ich denke, Günther hat sich vielleicht ein Brot oder zwei zu viel mal reingehauen. Okay. Der arme Günther. Guck mal, hier sind Sachen gewachsen. Oh, das Karotten sind meine. Ich nehme hier den Weizen und Karotten. Und Hieron, Kartoffeln. Das kannst du nicht tun. Das kannst du mir nicht antun. Das ist doch alles noch nicht fertig gewachsen. Du kannst Guck mal, hier, da ist eine fertige Kartoffel gerade rausgekommen. Ja, weil da eine Kartoffel im Boden war, die hast du rausgeholt. Ja. Hier, weißt du was, mit dir braucht man nicht diskutieren. Hier, ich gebe die Samen wieder zurück. Bitte schön. Ja, das gehört sich auch so, bitteschön. Die armen Villager. Du machst ja ein Dorf kaputt. Die armen Villager. Nee, das ist nicht sehr umweltbewusst von dir, Ronja. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast den Villager hier angegriffen. Ich habe den nur eine Karotte abgeluchst. Okay, Frage: Wollen wir uns noch ein Bett klauen hier von den Villagern, wenn wir eh schon hier sind und in Klaustimmung? Wenn wir eh schon Sachen klauen? Ja. Aber ich habe eigentlich sehr gut geschlafen in meinem Bett. Und es war auch ein schönes. Es war auch ein gelbes hier. Vielleicht hier müssen wir mit. Nee, weißt du was? Ich mache mir selber ein Bett. Ich finde die weißen Betten. Du machst dir selber ein Bett? Ja. Okay, ich habe ein gelbes. Hier ist Wolle, wie du sehen kannst. Ja. Du klaust dir nicht ihr Bett. Immerhin. Du machst nur ihre Brunnen kaputt. Oder ihre, weiß ich nicht, was die Marktstände. Aber guck mal, wenn es regnet, können die sich immer noch ganz gut unterstellen. Bin ich der Meinung. Kann es denn hier stehen? Bin ich auch der Meinung. Ein Schritt zu viel nach rechts und schon ist man nass. Naja, komm, wie oft regnet es in Minecraft? Aber wer geht bei Regen einkaufen? Wie oft regnet es in Minecraft? Zwei Kartoffeln, hier und eine rote Beete, das macht dann 3 Smaragde, bitte, Mama. Ah, faire Preise, so bin ich es gewohnt von Ihnen. Okay, war nur eine kleine Husche scheinbar. Dann lass uns mal vielleicht einen schöneren Ort finden, nachdem wir hier das halbe Villager-Dorf kaputt geklaut haben. Nee, überhaupt nicht, guck mal. Guck mal, ich habe auch Holz nach meinen Abenteuern. Ich flick das wieder, wenn sie kaputt machen. Ja, guck mal, hier so, zack. Fällt auch gar nicht mehr auf hier. Nee, ist richtig schön. Und praktisch, weil die haben jetzt hier oben eine Werkbank. Boah, du hast den eigentlich einen Gefallen getan. Finde ich auch, wie die von unten aussehen? Das wusste ich gar nicht. Das ist einfach Holz. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ich bin richtig überrascht. Ja, ich auch. Wusstet ihr das? Ist das generelle Bekanntschaft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Tun wir einfach so, als wäre es eine 1.18-Sache. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin, sag mal? Also ich denke, wir können uns hier einen schönen Ort suchen, um uns ein Lager aufzuschlagen, weil irgendwo müssen wir unsere ganzen Tiere und Mobs dann ja später einbunkern. Das Ding ist, weißt du, es sind nicht nur die Höhlen neu, sondern auch die Berge. Wollen wir vielleicht Sind die Berge auch neu? Oh ja. Ja. Aber wie kommen wir rüber? Also wir können die Pferde nicht zurücklassen, das heißt, wir müssen uns irgendwas rüberbauen. Wir müssen uns irgendwie rüberbauen, ja? Mhm. Warte mal. Boah! Okay. Aufpassen. Hast du genug Holz? Kommst du? Ja, ich glaube, ich habe genug. Kommst du mit den Pferden hier rüber? Ich versuche mein Glück. Oder es... Ich meine... Okay. Schlimmste du musst Fall, jetzt stark sein, die Hunde bei Günther. So habe ich mein Pferd genannt. Okay, hast du ein Problem damit? Das heißt, wie Olaf? Friederike Olaf. Es hat einen Doppelnamen. Kannst du mal ein Stück zu... Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie du das von mir erwartest, Ronja. Ich muss sagen, mein Pferd ist wirklich sehr... Klettergewand. Okay, ich baue mal weiter. Okay, warte, hier ist ein Block. Dankeschön. Die kriegst du hin. Ja. Oh, klasse. Weißt du, ich können,
können Pferde One-Stacken? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das müsste so gehen. Ich denke, das geht. So, guck mal, okay, wunderbar. Oh, hier ist Schnee auch hier vorne. Ich lass mal kurz mein Pferd hier. Oder du holst einfach deins? Ich hol einfach meins, ja. Wenn ich dann darüber komme. Du machst das. Wow. Okay, jetzt. Moin. Wunderschön. Wie cool das Villager-Dorf einfach aussieht. Weißt du, wie cool es wäre, wenn wir eine Brücke irgendwann bauen würden? Eine richtige... Oh, so eine Hängebrücke über der Schlucht. Ja. Das sieht ja richtig cool aus. Guck mal, auch die da hinten, das sieht so nice aus. Bei, Ja, die Wege. Die Wege. Mal die, cool aus. Die Wege sind wir letztes Mal hochgeklettert. Das war wirklich macht schwer. Macht nicht so ganz viel Sinn, aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Ja. Macht schon Sinn. Macht schon Sinn. Guck mal, Smaragd, Ronja, als ob. Wie jetzt? Guck mal hier. Ja, wirklich, hier. Oh, hä? Wir brauchen nur eine Eisenspitzhacke, glaube ich. Kein Problem. Komm, wir wollten doch eh in die Höhle. Dann lass uns die Pferde mal hier stehen lassen und, das ist welche Höhle. Will, hast du einen Vorzug? Das ist keine. Das ist keine Höhle. Kommt gerade rein, das ist keine Höhle. Ich crafte dir mal eine Steinrüstung. Ich hab eine Steinrüstung. Hm? Das geht doch gar nicht, oder? Natürlich geht das. Das ist Minecraft 1.18. Veralberst du mich gerade? Gibt's gar nicht. Nein, ich veräff dich nicht. Du kannst eine Steinrüstung craften und eine Smaragdrüstung ab sofort. Wirklich? Okay. Ja, klar. Okay. Ich baue jetzt Steine ab für meine Steinrüstung. Wenn ich jetzt hier veralbert werde, ne? Würde ich doch niemals veralbern. Ich baue mir jetzt eine Schneerüstung. Ich bin skeptisch. Warte mal. Aha. Skeptisch. Easy! Man kann sich keine Steinrüstung bauen. Was? Eine Steinrüstung? Wie willst du denn da wohl rumlaufen, sag mal? Ja, weiß ich doch nicht. Stein, Eisen, Ruminos, alles das Gleiche. Stimmt. Die Leute rennen auch mit einer Eisenrüstung rum. Mann! Guck mal, hier ist eine Höhle, glaube ich. Oh, da ist wirklich Eisen. Tatsache. Ja. Oh, da ist ein Skelett. Ich habe noch kein, Ich habe auch kein Schwert. Schwert, ja. Oh, das sieht richtig cool aus. Die Eisenblöcke sehen jetzt neu aus. Genau, das ist jetzt Roheisen. Die heißt Rose, ja. Rosa Eisen. Rosa Eisen. Ja. Mach mir mal schnell ein Schwert, weil ich weiß nicht, wie das ist mit dem Skelett da hinten. Okay. Ich mache in der Zwischenzeit einen Ofen und lass unser Eisen mach hier du mal, genau. In mach du mal. Da ist noch ein Eisen unten. Das hast du vergessen. Warte mal, hier ist noch eins. Ja, das sind 8 Stück. Hier ist der Ofen, hier ist Kohle, hier ist Roheisen drin. Zack, zack, zack. Und dann können wir jetzt hier mit dem Skelett kämpfen. Beziehungsweise ich lasse dich mit dem Skelett kämpfen. Zack! Ich hab nie. Getannt habe ich das! Was? Getannt! Was heißt das? Getannt, ich habe noch 10 Herzen heißt das. Achso. Getannt. Ich bin kein Minecrafter, Easy, es tut mir leid. Kein Minecrafter, okay. Ich bin nicht so ein guter Spieler wie du. Das war eine voll gute Höhle, in der League wir gerade waren. Legender. Ich bin League of Legender, das ist wirklich wahr. Hier geht's auch rein. Okay. Ja, Easy hat sich schon Fackeln gemacht. Ja, ja. Ich bin die wirklich beeindruckt. Die Minecrafter. Hier oben ist irgendwas. Hier. Ist das normal? Nee, das ist. Ich hab's gerade kaputt gemacht. Was hat. Du hast es kaputt gemacht. Da war irgendein Spinnenfaden, ich hab's gesehen. Nehme hier ich ist an, wieder ein Smaragd, aber wir haben immer noch kein Eisen geschmolzen. Nee, das oder? Schmilzt noch fröhlich vor sich hin. Okay. Hier, das ist es. Guck mal, das ist es, was meinst. Das da, genau, genau. Was ist denn das? Ja, die sind neu. Das sind so Ranken. Okay, also habe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie bringen, ehrlich gesagt. Wisst ihr das, Leute? Weiß das irgendjemand? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mit der Thematik Ranki hier vertraut seid. Okay, wollen wir mal das Eisen abholen? Dann können wir auch die Smaragde holen, nämlich. Ja, und dann können wir nochmal in die Höhle schauen, vielleicht? Hier hinten sieht es voll cool aus. Ja, deshalb. Oh, sick. Ich mach mal hier ein schönes. Mach eine Spitzhacke, bitte. Sind noch zwei Eisen übrig? Soll ich ein Schwert noch machen? Ja, mach dir ein Schwert am besten, genau. Okay. So, Sekunde. Da sind jetzt sicher wütende Aufschreie, wie langsam ich crafte. Das weiß ich schon. Das kommt jedes Mal. Aber es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Okay. Ich habe eine Eisenspitzhacke, ich habe ein Eisenschwert, ich bin bereit, mit Monstern zu kämpfen. Ich komme mal zu der anderen Höhle. Du bist schon in der anderen Höhle? Ja, ja, ich bin schon drin. Du. Mann, wieso drehst du dich da noch um? Die lügt mir ins Gesicht! Wieso drehst du dich um? Ich wollte dich von hinten erschrecken! Ach, schade! Komm. Uncool. Uncool, okay. Ja. Ja. Hier ist ein bisschen schwierig. Hier ist wirklich schwierig. Hast du hier ist Eisen noch? Wieder. So, soll ich eine Fackel machen? Hast du noch Fackeln? Ja, ja, ich habe auch welche. Warte, hier, zack. Oh, danke. Geht's da noch weiter eigentlich?
Guck mal, ja. Oh ja, ja, hier geht's noch richtig tief rein. Echt? Okay. Mhm. Hier ist aber nichts. Und hier ist, offiziell ist hier nichts. Das ist eine Sackgasse. Das ist das Ende. Okay, war doch keine große Höhle. Aber kennst du die schon hier, diese Steine? Weißt du was, wenn du möchtest, können wir auch in die Höhle einziehen. Ich habe jetzt keine Angst mehr. Die Steine hier kenne ich nicht, nee. Die sehen wild aus. Warte mal, weißt du, was cool wäre? Komm mal her, ich probiere mal eine Sache mit dir, okay? Das höre ich nicht gern. Das klang irgendwie so. Das klang gerade wie eine Drohung. Komm mal her. Ich probiere mal eine Sache mit dir, okay? Aber stell dich mal da unten hin. Mhm. Okay, bleib mal da unter den hier, da ein neben dir. Ein nach hier? Genau, genau. Haust du mir jetzt das Ding auf den Kopf? Weiß ich nicht. Au! Ja! Halt echt. Ich probiere gar nicht gerne Sachen mit dir. Ich wollte nur sehen, ob es klappt. Ja, es hat geklappt. Okay, verstehe. Frag nicht, warum ich mir die gerade abbaue und die einstecke, Ronja. Frag lieber nicht. Was hast du vor mit denen? Du weißt ja nicht. Easy, was hast du vor mit denen? Ronja. Hallo? Ja, ist irgendwas? Ich ziehe in die andere Höhle, alleine. Ich bin ein einsamer Höhlenmensch, wenn es sein muss. Ich baue dir einfach vor deine Höhle. Und dann komme ich nur vorbei, wenn du rausgehst. Das super. Ist witzig. Das wäre wirklich richtig witzig. Puh, jetzt habe ich schon 22 Stück, Ronja. Klasse, das freut mich voll. Nice. Karma! Karma! Okay, warte mal. Lass uns einen guten Platz suchen mit Fackeln und dann können wir unsere Betten da schon mal hinstellen. Okay, ich habe ein Bett. Du hast ein Bett? Es ist halt groß hier, ne? Ich meine, eigentlich ist es sehr groß. Oh, warte, hier sind Smaragde. Warte. Kannst du jetzt abbauen, stimmt. Jupp, wir können bei den Villagern traden gehen. Ja, oder ich mache mir eine schöne Smaragdrüstung. Direkt nach meiner Steinrüstung vielleicht. Ja, genau. Vielleicht. Ja, das mit ja einem Smaragd. Warte, wir können den anderen halt auch noch abbauen, ne? So, okay, ich habe jetzt das Bett hingestellt, aber ansonsten wirklich die Dekoration. Hast du dein Bett auch schon hingestellt? Ich habe mein Bett neben deins gestellt, ja. Okay, wunderbar, alles klar. Nee, warte mal, die Sonne geht wirklich unter. Wir sollten vielleicht die Höhle noch ein bisschen beleuchten und hier? Hier außen rum, damit wir keine Monster kriegen. Yes, damit wir keine Monster kriegen. Okay, das wäre, glaube ich, schon wichtig. Ich möchte auch gerne, dass unsere Pferde nicht direkt sterben am ersten Abend. Oh nein, es wird wirklich dunkel. Okay, warte, hier ist eine schöne Fackellandschaft. Da, zack, 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 zack. Hier. Da sind nicht unsere Betten. Da sind unsere Betten. Okay. Hier oben. Fackeln, oh, ich habe keine Fackeln mehr. Ich auch nicht, aber hier hinten ist noch Kohle. Warte mal. Willst du den Smaragd hier noch abbauen? Oh, wo denn? Direkt am Anfang. Siehst du mich? Ich bin hier gerade auf einer Mission, aber ich komme zu dir. So. Smaragd ist... Oh Gott, es wird wirklich dunkel, wir müssen uns hier voll beeilen. Warte, da ist auch unser Ofen, gell? Ja. Oh, okay, das war nur das Pferd. Dann lass uns die hier, der Ofen Smaragd und den Crafting-Block mitnehmen. Und am besten du holst ihn mal kurz. Smaragd. Nein! Komm schon! Hast du den eingesammelt? Sehr gut. Ich habe ihn eingesammelt, okay, ja. Ich nehme den Dings mit. Mach das. Den Crafting Table. Hast du den Ofen? Ich hab den Ofen nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der Ofen ist. Ist egal, der steht ist da egal. Unten in der Höhle. Der Mond geht auf! Nein! Hier ist der Ofen, ist ja auch egal. Ist ein Extra-Lager. Genau! Ja, cool, alles klar. Haben wir jetzt... Nee, wir haben nur die Pferde, wir haben noch keinen Mob gefangen. Wir haben nur die Pferde, wir haben diese Folge leider keinen Mob gefangen, aber in Easys nächster Folge fangen wir bestimmt 3. Nicht wahr? Was? 3. Mal gucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und die kommen jetzt immer abwechselnd, wie immer, bei Easy, bei mir. Also bei Easy am nächsten Samstag dann die nächste Folge. Da könnt ihr dann sehen, wie wir 3 ganze Mobs fangen. Und dann sehen wir uns dann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!